So, da wären wir wieder. Wir haben ganz viel zu tun und keine Zeit. Also, ich weiß nicht wirklich, wie viel Zeit wir haben, aber ich denke ja immer, dass der demnächst kommen könnte, der Angriff. Wir wollten jetzt einen neuen Noble einführen. Dafür bin ich mit N auf den Noble-Screen gegangen und jetzt wählen wir hier den Manager aus. Das wird auch Gerogon. Er sitzt hier eh den ganzen Tag am Tisch, da kann er auch noch einen Job annehmen, den man am Tisch ausführt. Dieser Job bräuchte nämlich auch einen einzelnen Tisch und einen Stuhl. So, das heißt, wir können jetzt was ganz Neues anfangen, nämlich das war mit Joblist. Ich guck mal kurz rein. Nee, das wollen. Ah, doch hier. Also, wenn man J drückt, kommt man auf diese Liste hier, die ist ziemlich groß. Und jetzt wird alles aufgeführt, was wir an Aufträgen verteilt haben. Was haben wir denn da? Die Türen müssen produziert werden, die Pflanzen müssen gesät werden. Und da steht hier hinter, wer das schon angenommen hat und wer nicht. Dafür können wir so sehen, dass Kredas noch nicht angefangen hat, die Trainingsäxte zu produzieren. Und der Lederer hat auch noch nichts angefangen. Der ist halt mit irgendwas anderem gerade beschäftigt. Aber gut, das wollte ich eigentlich nicht zeigen. Ich wollte euch das da unten zeigen, nämlich M mit Manager. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, neue Aufgaben zu verteilen. Also ich drücke jetzt Q für neue Order. Und jetzt musst du mit der Tastatur eingeben, was man gerne hätte. Also ich hätte gern zum Beispiel eine Rock Door. Da drücken wir jetzt Enter. Und er soll produzieren 10. Dann haben wir hier einen Auftrag, Steintüren zu produzieren, 10 von 10. Und es wurde noch nicht validated, also abgestempelt quasi von der Behörde. Das heißt, dieser Auftrag liegt jetzt auf dem Tisch von Gerugon. Gerugon muss da hinkommen, muss sich das durchlesen, das dauert ein bisschen. Und dann muss er einen Stempel drauf machen. Aber sobald der Stempel drauf ist, wird das nach und nach abgearbeitet, automatisch von den Workshops. Das heißt, wir müssen nicht mehr direkt zu den Workshops hingehen und Q, A, V, A, V, A, V, A, V, A drücken. Das ist dann schon ein bisschen praktischer, vor allem später, wenn man dann richtig viel produzieren will. Hier könntet ihr uns halt auch sagen, Q, Leather, Hood, davon hätte ich gerne 20 Stück. Q, Leather, Mitten, davon hätte ich gerne 20 Stück. Und so halt die ganze Liste voll machen, dass wir eine Art Einkaufsliste haben, was unsere Soldaten später alles genau tragen sollen. Das heißt, ich könnte mir jetzt rausschreiben, wir haben 6 Cloaks, wir haben 10 Zwerge, also bräuchte ich 60 Cloaks. Bei den Hoods ja genauso, bräuchten wir eigentlich auch 60 von. Aber die 20 da sollen erstmal reichen, so viel Leder haben wir auch gar nicht. So. Wo wir gerade hier drauf sind, was haben wir noch zu produzieren? Mechanismen haben wir genug, Käfige haben wir genug. Essen und Alkohol wird eh immer unendlich produziert. Wir könnten die Knochen weiterverarbeiten, aber wir haben noch keinen Bone Carver. Den können wir jetzt erstmal verteilen. Das heißt, wir machen jetzt einen Job. Nee, das können wir direkt am Stockpile machen. Denn soweit ich weiß, kann man bei dieser Jobliste bei dem Manager nicht eingeben, produziere unendlich von dem und dem. Aber das könnte man später nochmal austesten. Jetzt brauchen wir einen Platz für den Bone Carver. Hier sind unsere Knochen, also setzen wir es erstmal vorläufig dahin. BW und der Bone Carver ist auch der Craft Dwarfs Workshop. Boah, was für ein Name. Da werden recht viele Sachen produziert in dem Workshop. Der ist auch ein recht wichtiger. Deswegen habe ich davon meistens 4, die umgeben sind von Stein, 4 und die umgeben sind von Knochen und 4, die umgeben sind von Stoff. Aber gucken wir mal. Jetzt müssen wir noch einem Zwerg den Auftrag geben. Das heißt, wir suchen uns jetzt irgendeinen Zwerg aus. Am besten einen, der Namen hat und Hauler ist. Denn ich will ja nicht, dass meine Zuschauer einfach nur Sachen hin und her schleppen. Da, Shinobi. Der ist nur Hauler bisher. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu ihm hin. Das war das Falsche. So. PL. Und du bist jetzt Crafts Bone Carving. So. Wieder auf die Einheitenliste. Wieder zu Shinobi. Jetzt zu dem und du bist jetzt Bone. Also unser Knochenmensch. Was haben wir noch? Wir haben die Klossiere, das ist okay. Ich will jetzt noch ein Zwerg haben für die Edelsteinschleifer. Da gucke ich mal ganz kurz auf meinen Dwarf Therapist, ob wir schon irgendein Gnom, ein Zwerg haben, der das hat. Aber nee, sieht nicht gut aus. Und der kleine Versprecher da mit den Gnomen. Ja, ich spiele Gnomoria nebenbei. Das ist quasi Dwarf Fortress, nur komplett mit Maussteuerung, was genauso schlimm ist wie komplett mit Tastatur. Aber gut. Also nehmen wir einfach irgendein Zwerg.
heißt, wir suchen weiter. Wer ist Howler und hat einen Namen? Hellnagel. Du wirst jetzt Gem. Und Jewelry. Gem Cutting, Gem Setting. So. Die Zeit lassen wir immer noch nicht weiterlaufen. Wir haben noch viel zu tun, bevor die Zeit weiterlaufen darf. Denn es kann ja immer noch sein, dass mit der Karawane schon die ersten Goblins gekommen sind. Ich hatte ja vor kurzem schon erwähnt, dass mit Karawanen meistens auch die Invasoren kommen. Die sind aber teilweise recht weit entfernt in irgendeiner Ecke und lauern da einfach erstmal. So für einen Monat oder zwei und kommen dann angetanzt. So, was wollte ich jetzt noch machen, bevor es wieder losgeht? Ich wollte die Edelsteinfabrik anschmeißen, Anführungszeichen. Was haben wir hier? Hier ist der Jeweler Workshop. Ah, gut. Das heißt, der kann ja gleich runterlaufen. Oh, da war wieder ein Angriff. Ein Kobolddieb. Wo ist der Kobolddieb? Da wurde eine Falle ausgelöst. Seht ihr das da? Da ist ein Stein runtergeplumpst. Einheitenliste, andere. Dieb. Wo ist mein Cursor? Da ist mein Cursor. Lil Rebels, der Kobold-Dieb. Hast du Wunden? Nee, du hast keine. Na, der ist dem Stein wohl ausgewichen. Das ist das Nervige an Dieben. Die können teilweise den Fallen umgehen. Das ist schon nervig. Aber gut, der scheint wieder abzuhauen. Was sagt unsere Brauerei? ABR. 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 Und Kredas muss unbedingt gleich ganz schnell Fässer bauen. Und hier können wir auch mal wieder ein bisschen Essen produzieren. Genug Fleisch und Fische haben wir jetzt, ja. Wie man hier sehen kann. Das kommt gerade alles von der Karawane. So. Hier oben ist alles soweit auch in Ordnung. Wir können die neuen Tiere in unseren einen Käfig sperren. Was haben wir da noch? Wir haben neu dazu bekommen... Hier ist noch ein Babylama. Und noch ein Pferd. Und noch eine Ziege. Und ein... Was auch immer ein Gander ist. Und ein Wildschwein. Alles in den Käfig. Damit wir die anderen Käfige halt frei haben, um sie für die Fallen hier unten zu benutzen. Denn sobald da ein Goblin reintapst, ist hier erstmal der Goblin im Käfig. Und dann wird der Goblin oben gelagert. Das heißt, wir brauchen eine neue leere Käfige. Und was wollte ich noch? Ich wollte noch irgendetwas Wichtiges anfangen. Genau, ein Waffenlager wollte ich einrichten. Das ist mit P und nicht W, sondern P. PP, dann ist da ein Waffenlager und D ist hier unten. Da kommt hier das Rüstungslager hin. Und dann kann aus dem Stockpile hier Waffen raus und Rüstung raus. Der Stockpile ist ja noch von ganz am Anfang. Da hatte ich alles reingepackt, außer halt Essen. Das heißt, wir müssen hier nach und nach das immer wieder schön rausnehmen. Sonst ist das Lager viel zu unübersichtlich. Mittelfristig will ich das Ding auch auflösen. Dann kommen hier nur ein Stockpile hin für Furniture, also für Möbel, und einer für Finished Goods, also die ganzen King-Kredits, die wir dann verkaufen wollen, damit sie möglichst nah am Lager dran sind. So, wir haben zu viele Arbeitslose. Was machen unsere Holzhacker? Die hacken kein Holz, die trainieren, das ist gut. Also Hex und Webster zumindest. Was macht der Unaussprechliche? Warum ist der nicht hier oben bei? Da hat er irgendeinen anderen Job, ne? Der hat gar nichts zu tun. Das ist doch komisch. Preferences Labor. Er hat auch Woodcutting. Oh, es gibt keine Bäume mehr zum Abholzen. Das ist ja auch nicht schlecht. Stimmt, wir hatten genug gehabt, jedenfalls kurzfristig, und ich wollte nicht die Elfen verärgern. So schnell vergisst man das. Dann, was machen wir dann? Wir haben noch jede Menge Etagen jetzt frei. Die hier müsste eigentlich noch... Oh, hier habe ich einen Fehler gemacht. Zack. So, schon besser. Also wir haben jede Menge Etagen frei. Das heißt, ich könnte jetzt hier noch ein paar Craft Dwarfs Workshops hinbauen. So, Chat. Wie war das Muster? Wir hatten kein Muster. Wir haben sie einfach nebeneinander gesetzt. Okay. Also da und da ein Craft Dwarfs Workshop. Und dann dekorieren wir da drumherum die ganzen Knochen hin. Das heißt, wir drücken schon mal P und R. Und machen dann hier einen großen Stockpile.
Dann drücken wir mit X, machen das hier wieder weg. Also ja, eigentlich müsste man das nicht. Aber der Optik halber habe ich es ganz gerne, dass hier so quasi Wege offen sind, wo man durchlaufen kann. Damit man nicht über die Stockpiles läuft. Das machen die Zwerge zwar nicht, die laufen einfach kreuz und quer. Aber so, irgendwie mag ich das so lieber. So, Escape. Und jetzt soll hier hin nur Schädel, Knochen und so weiter. Und den oben lassen wir erstmal noch da, solange die unten noch nicht fertig sind. Und den können ich hier nämlich aus Knochen. Nee, das will ich nicht. Ich wollte nicht mit Knochen arbeiten, ich wollte Totems herstellen. Totems werden hergestellt aus Schädeln. Wenn man mit den Knochen direkt arbeitet, kann man zwar auch Sachen herstellen, aber Knochen bewahre ich mir immer ganz gerne auf. Nicht aus irgendeinem makaberen Hobby, sondern weil man aus den Knochen halt auch Bolzen herstellen kann. Ich habe zwar kurzfristig und mittelfristig nicht vor, Marksdwarfs, also Scharfschützen, aufzustellen, aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Denn später kommen da so viele Gegner, dass man mit den Zwergen an sich im Nahkampf eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt. Und dann muss man schon fiese Taktiken einsetzen. Also zum Beispiel hier an jeder Kurve Schießscharten mit Zwergen dahinter zu stellen, die dann auf die Goblins schießen. Solche Sachen. Also die Knochen bewahre ich mir auf jeden Fall alle auf. Aber die Totems, wie gesagt, die können wir schon mal alle machen. Dafür braucht man halt nur die Schädel. So, Escape. Dann. Wie schaut es mit Essen und Trinken aus? Trinken haben wir jetzt richtig viel. Fertiges Essen haben wir nicht so viel, aber dafür haben wir jede Menge Ressourcen, um fertiges Essen herzustellen. Das passt also soweit. Das heißt, Efaun macht gerade irgendwas. Der ist am Kochen. Aber er ist alleine, ne? Ja, langsam kommt er nicht mehr hinterher. Wir haben jetzt wie viele Zwerge? 63 Zwerge. Für 63 Zwerge zu kochen als einzelne Person muss sehr anstrengend sein. Also gucken wir mal. Was sagt unsere Liste? Haben wir, also ich gucke mal ganz kurz auf Dwarf Therapist, ob wir schon jemanden haben, der Kochen einigermaßen hoch hat. Denn ich will nicht unbedingt jemanden von der Pike auf hochbringen. Und da haben wir ein Pawn Melby Leshtan. Den Melby Leshtan, das ist Gandalf. Der hat Kochen mit am höchsten, also nach Efaun. Das heißt, du wirst jetzt umbenannt. VYN. Guck. Und kriegst dann auch gleich den Job zugeteilt. Farming. Cooking. So. Obwohl, dann kriegt er auch Farming weg. Und Plant Gathering weg. Dafür haben wir die Pawns. Also wir haben als Standardjob den Hauler, der wirklich nur transportiert. Danach haben wir den Pawn, also den Bauern. Der macht auch Hauler-Jobs, aber nebenbei halt noch Pflanzen an- und abbauen. Und dann haben wir die Kocher und die Köche und die Bräuer. Die machen aber nur Kochen und nur Brauen. Damit das jetzt ein bisschen aufgeteilt ist. Also das niedere Volk bestellt die Felder und sagt, trägt die Sache hin und her. Und die Spezialisten produzieren ihre Güter. So. Hier oben sieht es inzwischen auch frei aus. Das heißt, wir können eigentlich mit B, C und das die Mauer bauen. Wir haben nicht die Absicht, eine Mauer zu bauen. Doch haben wir. Das dürfte eine ganze Weile dauern. Und wir haben langsam keinen Chert mehr. Ist ja auch nicht schlecht. So, einmal ringsrum. Zack. Das wird zwar eine fliegende Kreatur auch nicht abhalten. Aber so kann wenigstens keiner hier reinstolpern aus Versehen. Auch wenn das ziemlich unwahrscheinlich ist. Warum sollte ein Goblin genau hier langlaufen und dann genau hier von irgendetwas angegriffen werden, um dann genau in das Loch auszuweichen? Aber es sind schon abstrusere Dinge passiert. Da könnt ihr euch sicher sein. Dwarf Fortress ist in der Hinsicht echt genial für Let's Plays. Weil halt immer irgendwas ganz, ganz Komisches passieren kann. Vor allem, wenn es dann nachher den Bach runtergeht. So, einmal außenrum dürfte auch kein Problem sein. Das heißt, die Steinmetze kommen da immer ran. Ansonsten muss man mit solchen Konstruktionen immer vorsichtig sein, ob die Zwerge auch wirklich rankommen, sonst verbauen sie sich teilweise den Weg und man muss dann die wieder abreißen, um sie durchzulassen. Oh, ich habe einen Fehler gemacht.
Ich sehe gerade, unser Corbond stellt keine Stoff-Images mehr her, weil er keine Gegenstände hat, auf die er die Images nähen kann. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Ich wollte ja eigentlich diese kleinen Stofffetzen, die dekoriert sind, herstellen, um die zu verkaufen. Er hat die aber nicht direkt hergestellt, sondern er hat sie auf vorhandene Stoffkleidung aufgenäht und damit deren Wert erhöht. Das wollte ich aber gar nicht. Das war ein gedanklicher Fehler. Das muss nämlich gemacht werden, also diese Stoff-Kinkerlitzchen und die Leder-Kinkerlitzchen auch. Die produziert man nicht hier bei diesen Stoff-Workshops oder bei dem Leder-Workshop, sondern auch bei den Craft-Dwarfs-Workshop. Kann ich euch mal kurz zeigen. Hier, A. Und dann haben wir hier Cloth-Crafts, Yarn-Crafts, Silk-Crafts und alles andere auch. Und Leather-Crafts. Hier hätte ich das machen müssen. Das war jetzt nicht so toll. Aber gut, den kann er halt hier weitermachen. Oben ist es dann ja hoffentlich deaktiviert worden. Jo. Und irgendetwas wurde jetzt durch eine Stickerei verschnörkelt. Na gut. Und warum macht der Lederer nichts? Alles muss man selber machen. So, wer war der Lederer? Wir suchen jetzt Leather. Leather, Tentakelfan. Hat keine Aufgabe. Was soll denn das? Oh, er hat Leatherworking gar nicht angeschaltet. Ja, okay, das könnte erklären, warum er sich nicht berufen fühlt, da runter zu gehen und zu arbeiten. So, und da flitzt er schon los, holt sich die Haut und fängt an zu arbeiten. Gut, gut. Das hätten wir also auch. Dann... Oh, da oben sind die ersten Türen. Schön, schön. Das heißt, wir können hier schon mal den Auftrag verteilen, nicht ein Trade-Depot, eine Tür. Da eine Tür hinzubauen. Da noch eine Tür hinzubauen. Da noch eine Tür hinzubauen. Und da auch noch eine Tür hinzubauen. Und wo wir gerade dabei sind, diese ganzen Steinsachen zu bauen, hätte ich noch gerne zwei... Wie heißen die Dinger? Hedge Covers. Das sind diese Falltüren, die man dann auf die Leitern rauflegen kann, die man auch abschließen kann. Das sind quasi Türen für den Boden. Und die will ich dann erstmal hier raufsetzen, dass halt weiter unser Komposthaufen geschützt wird, aber dann später auch auf alle Treppen. Das heißt, wenn die Goblins dann wirklich mal eindringen, dass sie sich wirklich von Ebene zu Ebene durchschlagen müssen und nicht freie Fahrt haben. Aber gut, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann wird fleißig weitergearbeitet. Bis gleich.